Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und heute wäre wieder Raid am Mittwoch dran. Aber ihr kennt das schon aus den vergangenen Wochen. Meistens am Mittwoch passiert irgendwas Brutales und deswegen verschiebt sich Raid am Mittwoch natürlich wieder auf den Donnerstag. Und so wieder passiert. Ich lag gestern Abend im Bett, habe noch ein paar Pokémon gefangen nebenbei und habe mich schon gewundert, dass in der Nearby-Liste plötzlich nur noch Kampf-Pokémon aufgetaucht sind. Vor allem natürlich Mankey, Macholo und so weiter. Und es war nichts angekündigt. Ich bin extra auf die Neuigkeiten gegangen, da stand nichts. Ich habe die App nochmal neu gestartet, da stand auch nichts. Also war irgendwie schon komisch, obwohl ja schon länger bekannt war, dass vielleicht ein Kampf-Event kommt. Frühs bin ich dann aufgewacht, da waren natürlich alle Seiten wieder vollgeschrieben, alle Meldungen überall gepostet und ja, es ist da das Kampf-Showdown-Event, wie auch immer, 2019. Und das ist einerseits gut, andererseits aber auch schlecht, andererseits, denn Macholo wurde als Shiny released und da freuen sich jetzt viele natürlich, dass es das als Shiny gibt, aber ich finde das wieder mal richtig mies, denn das heißt ja wohl, dass es dann keinen C-Day, keinen Community-Day von Macholo geben würde. Das hätte ich mir aber gewünscht, das wäre richtig genial gewesen, gerade weil es ja drei Stufen hat. Man natürlich viele Bonbons farmen möchte, dann das Shiny auch hinterhergeworfen bekommen möchte. Bei den C-Days wird man also immer so verwöhnt, man hat vielleicht auch auf eine Spezialattacke gehofft. Und ja, ihr kennt das von den Startern, die Starter, okay, die gibt's immer, dann habt ihr jede Stufe davon, dann entwickelt ihr alles hin und her, sonst was, zieht eins hoch, habt eine exklusive Attacke, dann kommt mal so Füllmaterial dazwischen oder mal ein paar interessante Pokémon, aber Macholo war natürlich ein Kandidat, da was immer noch eins der besten Pokémon überhaupt im Spiel ist, auch das beste Kampf-Pokémon, was man so überhaupt nimmt gegen so viele Viecher und viele Leute haben noch keine Machomai-Armee, hätten also die Möglichkeit gehabt, so ganz viele Bonbons zu farmen am C-Day. Gut, so können sie halt Bonbons farmen in der einen Woche, wo das jetzt da ist. Aber wie man weiß, ist in so einem Event natürlich die Shiny-Rate trotzdem nicht so hoch wie an einem Community-Day. Sprich, 90% der Leute werden wieder leer ausgehen, kein Shiny abstauben. Und nicht nur Macholo gibt es, sondern auch Mankey. Mankey finde ich ja passend, dass sie für Mankey kein Community Day machen, weil so wichtig ist Mankey eben nicht. Und das hat auch nur zwei Stufen. Wenn man da so ein Event macht, wunderbar. Bei Macholo finde ich es wirklich schade, denn das hätte wirklich für einen Community Day einfach gepasst, wie die Faust aufs Auge oder die Faust ans Kinn oder wie auch immer. Leider wieder alles grün, aber das sehen wir uns gleich nochmal an. Wir wollen nochmal kurz schauen, von wann bis wann, also das Event vom 5. März bis zum, vom 5. März bis zum 12. März 2019. Wilde Kampf-Pokémon wie Mengi, Macholo, Makuhita, Mediti erscheinen mit vermehrter Häufigkeit und die gibt es jetzt eben alle als Shiny. Makuhita und Mediti wurden ja damals schon eingeführt. Mit etwas Glück begegnest du vielleicht schillernden Mengi und schillernden Macholo. Hey! Leider. Bonus! Zweifacher Fangkampf und Raid Sternenstaub. Ihr kriegt also aus Raids die doppelte Menge, beim Kämpfen die doppelte Menge, beim Fangen die doppelte Menge, zweifache EP für Arena-Orten. Das war ja letztes Mal auch schon so, wenn ihr Arenen eingenommen habt, also Füttern hat dann mehr EP gegeben auf den Arena-Orten oder einen Raid, hat nicht 1000 Arena-Punkte dazugegeben, sondern gleich 2000. Ihr konntet also viel schneller die Arenen auf Gold bringen und leveln. Verdiene bis zu 5 Belohnungen pro Tag durch Trainerkämpfe inklusive Sonderbonbons. Ihr könnt also wie beim Quiegel Community Day 5 Belohnungen abstauben, 5 statt der üblichen 3. Und ihr könnt auch die Arena-Leiter angreifen und diesmal wieder 3 Belohnungen statt einer Belohnung bekommen. Vielleicht gibt es auch wieder Sinnoh-Steine. Hier ist immer exklusiv Sonderbonbons hervorgehoben. Und dann noch was ganz Interessantes. Eine neue Attacke ist ins Spiel gekommen. Eine neue Attacke wurde dauerhaft im Spiel aufgenommen. Steigerungshieb ist jetzt für bestimmte Pokémon wie Quappo, Nocturne, Kangama, Meditalis und Lucario verfügbar. Wir haben auf jeden Fall nochmal eine Grafik, da ist das nochmal alles zusammengefasst, denn es gibt auch bestimmte Feldforschungen mit Kampf-Pokémon, dass ihr da was rausbekommt. Ihr habt nochmal die Übersicht mit diesen doppelten EP für alles, mehr Belohnungen für die Trainer- und Arena-Leiterkämpfe, mehr Kampf-Pokémon, doppelte Menge Sternstaub und ihr seht in der Übersicht auch gleich die Shinies,
wie die aussehen. Wie gesagt, Marollo, grün, Mashok, grün, Machomai, grün, Mengi, grün, Rasaf. Oh, der geht eigentlich, hat nur grüne Beine und grüne Arme. Was sie immer mit ihrem Grün haben, habe ich auch irgendwo gelesen. Jetzt sind die also da. Wie gesagt, finde es ein bisschen schade, Marollo wirklich ein Pokémon, vor allem Steigerungshieb, kann das ja wahrscheinlich dann auch nicht, sonst hätten die das vielleicht da auch mit benannt. Denn viele haben ihre 100er Marollos extra aufgespart, noch nicht entwickelt, wollen warten, bis ein Community Day kommt, die dann entwickeln, da rausballern, dass sie eben noch eine Spezialattacke bekommen und noch besser werden. Darauf können wir jetzt verzichten, also alle 100er, die ihr habt, könnt ihr entwickeln, könnt ihr raushauen. Knall die Socken, würde der Isro jetzt wieder sagen. Aber ansonsten natürlich cooles Event. Wenn ihr Bonbons braucht, könnt ihr ja trotzdem Bonbons farmen. Vom 5. bis zum 12. März könnt ihr fleißig Bonbons farmen und eure Machomai-Armee endlich hochziehen. Eure Machomai-Armee endlich hochziehen. Und ja, geht schön auf Shiny-Jagd. Vielleicht findet ihr ja Mengi oder Marollo. Ich gucke natürlich, dass ich da was bekomme. Wäre praktisch, wenn man 3 davon und 2 davon bekommt, dass man die wieder entwickeln kann und jedes hat. Ging sich aber bei Radfratz und Taubsi auch nicht aus, da habe ich jeweils nur 1 bekommen. Besser als gar nichts. Gibt natürlich Leute, die gar nichts bekommen haben. Aber, ja, dann würde ich sagen, war's das eigentlich. Viel Spaß mit dem Event. Mal gucken, ob die ein oder andere Arena noch auf Gold geht. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Es hat ja Zeit, irgendwann ist sie eh auf Gold und dann passiert eh nichts weiter. Das ist jetzt also nicht das Besondere. Dann werde ich vielleicht trotzdem mal versuchen, ein bisschen mehr zu kämpfen wieder beim PvP, damit ich mal wieder ein paar Sinosteine sammeln, damit ich auch die restlichen Gen 4 Entwicklungen noch machen kann, wie Tangolos oder sowas. Fehlt mir ja noch. Oder Frostetje habe ich auch noch nicht entwickelt. Ja, ansonsten schön Bonbons farmen, Sternenstaub farmen, Sinosteine farmen und natürlich Shinies jagen. Wie findet ihr das Event? Wie findet ihr Shiny Marollo? Und hättet ihr das lieber zum C-Day gehabt? Oder seid ihr zufrieden, dass es jetzt so rausgekommen ist? Schreibt mal eure Meinung in die Kommentare. Lasst es mich wissen. Oh, der hat eine Medaille verdient. Ja, das andere Handy liegt nämlich hier und klickert nebenbei rum. Aber egal, das war's von meiner Seite aus. Von diesem Mal, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Nachher geht's noch zum X-Raid. Die Joxe ist in der Angriffsform noch reingeknüppelt. Und wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.